Tag bei Potternander. Hi und hallo. Herzlich willkommen aus dem Hügelpark der Villa Hügel in Essen. Ja, die Villa Hügel zählt wohl in Essen zu den historisch und architektonisch wichtigsten und schönsten Gebäuden der Stadt, die eng mit der Stadtgeschichte von Essen verwoben sind. Industrie und Stadtgeschichte werden hier in Führungen in der Villa Hügel lebendig. Und genau dahin nehme ich euch heute mit. Denn wir sind heute eingeladen auf einer ganz besonderen Führung, denn es geht in die verborgenen Räumlichkeiten der Villa Hügel, die normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Von daher freue ich mich nicht nur als Kruppianer, sondern auch ganz persönlich diesen besonderen Einblick zu erhalten, und zudem nehme ich euch gerne mit. Seid also dabei, kommt mit, seid bei Potternander mit unterwegs in die verborgenen Räumlichkeiten der Villa Hügel. Viel Spaß! So, wir sind jetzt hier in der großen Halle der Villa Hügel. Wir versammeln uns gerade, es sind noch ein paar weitere Teilnehmer hier. Das ist jedes Mal wirklich faszinierend, wenn man diese große und denkwürdige Halle betritt, wo so viel Geschichte dranhängt. Und es geht auch gleich schon los in die verborgenen Räumlichkeiten. Ich bin super, super gespannt. Da geht richtig ein Traum in Erfüllung. Kommt mit, bleibt dabei und freut euch vor allen Dingen mindestens genauso wie ich. So, auf geht's. Das ist der Thomas Dörrmann, Ruhrpottblick. Endlich haben wir es geschafft. Endlich haben wir es geschafft, uns hier zu treffen. Lange, lange haben wir das Ganze geplant und hier klappt es dann auf einmal spontan. Ihr seht, wir haben immer noch Maskenpflicht. Es ist immer noch Pandemiezeit. Egal, das nehmen wir auf uns. Es geht gleich los. Bisschen was trinken noch. Ja, ich bin gespannt. Anderthalb Stunden soll die Führung dauern. Das ist also echt lange. Viele weite Wege wurden schon angekündigt. Also, und dann bin ich wirklich echt gespannt, ob ich die Räume sehe, die ich mir schon immer vorgestellt habe. Hier gibt es 267 Räume. Das ist eine verdammt ganze Menge. Da kommt wirklich absolut kaum jemand rein. Und das ist jetzt hier exklusiv echt einmalig die Möglichkeit, mit dabei zu sein. Weiter geht's. Wir haben uns gerade darauf geeinigt, mit ausreichend Abstand hier die Masken abzunehmen. Das ist wirklich unglaublich heiß. Das ist eine super Erleichterung. Es sind übrigens 269 Räume. Wir sind alle sehr gespannt, stehen in den Startlöchern. Und gleich geht's los. So, die Räumlichkeiten stammen von 1912, die Einrichtung geht weiter, es ist richtig warm. Natürlich, was geht da am besten? Schwimmbad, auf geht's. Wir fangen die Villa Hügel rundherum aus. Wirklich wunderschön, Schwimmbad, das ist oben auch. Sieht recht gut über die Deckenlampe an. Sie, dann kann man auch an ihrer im Metallgewebe. Wir haben gerade gehört, dass zur Zeit der alliierten Besatzungszeit zum letzten Mal hier jemand drin gebadet hat. Muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn. So, wir haben es gehört. Ich kann es nur noch mal betonen. Letzter Sprung ins kalte Nass, wirklich kaltes Wasser zur Zeit der Alliierten hier. Wahnsinn. Und wir fragen uns immer noch, wie der Hausherr hier den Weg ins Wasser gefunden hat. So, weiter geht's in den verborgenen Räumlichkeiten vom Schwimmbad hier, wohl Richtung Küche, meine ich.
Ich bin gespannt. Ich laufe mal den Boden. Republik und Staatsbesuche wurden diese Porzellane auch verwendet. Der Villa Hügel und für große Veranstaltungen und Feste war man hier bestens gerüstet. Wir haben tatsächlich noch einen Kippbräter hier und jede Menge Großgeräte. Aber was fehlt? Ein Kühlschrank. Wo kann man sicherer fahren als bei den Krups im Aufzug? Ne? 10 Mann war da Platz, also ich bin nochmal über meinen eigenen Schatten gesprungen, bis in die zweite Etage. Hier geht es jetzt weiter, los geht's. Bei den großen Betten. Wir sind jetzt in der zweiten Etage. Hier kommt mal die Superbüro, ist hier oben. Und hier oben. Richtig herrlich. Und jetzt weiter, Treppen steigen, auf geht's zum Belvedere. Freue ich mich ganz besonders drauf. Wirklich ein echter Traum, hier oben einmal zu sein, auf dem Aufbau der Villa Hügel, dem Belvedere, höher geht's nicht. Das sind Ausblicke, die bieten sich wirklich nur einmal im Leben. Wahnsinn. Was hast du schon mal? Wahnsinn, ne? Oh, da sind wir wieder auf der Südterrasse. Etwa wunderbar heiß da oben. Geschwitzt wie Hulle. Guck mal, 1,5 Stunden. Wir haben jetzt 7:45.
Das ist nicht in Worte zu fassen. Absolut beeindruckend. Das sind Einblicke, die einzigartig sind und die man eigentlich gar nicht so rüberbringen kann, wenn man es nicht erlebt hat durch diese historischen Räumlichkeiten mit dieser wahnsinnigen, bewegenden Geschichte zu gehen, da auch noch zu arbeiten in dem Betrieb, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und hier Räume zu betreten, die so geschichtsträchtig sind. Ja, ich bin total geflasht, total gehypt, freue mich wahnsinnig, dass ihr dabei wart und freue mich auch auf viele Zuschriften und auch Fotos, die ich hier mit meinen Mitgästen machen durfte, wenn wir die teilen und da Reaktionen hervorrufen. Ja, ich kann euch immer nur wieder sagen, geht in die Villa Hügel, macht eine Führung, besucht die altehrwürdigen Hallen, befasst euch mit der Geschichte, lasst euch entführen in eine Zeit, die hier prägend fürs Ruhrgebiet war und genießt einfach diese wahnsinnige Architektur, für mich eines der bedeutendsten Gebäude hier in Essen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Schaltet demnächst wieder rein. Euer Schrömi von Potternander. Ciao.